Boah, Freunde, es ist 8 Uhr und ich nehme euch heute mal auf eine Reise mit, wie ich komplett spontan, naiv und für den einen oder anderen vielleicht sogar dumm einfach jetzt Urlaub mache. Die Sache ist, ich bin heute Morgen aufgewacht und es hat ein bisschen getröpfelt und es waren einfach nur 7 Grad. Und dann bin ich so verpennt aufgewacht, habe einfach mein ganzes Schlafzeug ins Auto geschmissen und gedacht, ich mache jetzt Urlaub. Und zwar will ich das jetzt eigentlich schon seit einer Woche machen, Urlaub, aber ich habe so wie gut wie gar kein Geld. Ich habe jetzt gerade noch, ich glaube, 31 Euro. Ich habe noch 2 Striche Sprit und ich will nach Figuera da vor 2 Stunden Autofahrt. Und dann, wenn ich dort bin, hoffe ich, dass ich ein bisschen Geld bekomme. Schauen wir mal, wie es wird. Also ich muss sehr, sehr vorsichtig sein, was das Geld angeht. Und das erste Geld wird jetzt ausgegeben. Ich gebe jetzt 10 Euro fürs Tanken aus. Und gehen in den Supermarkt und kaufen ein bisschen günstiges Essen, sage ich mal. Vamos a la Praia. Praia, so heißt es auf Portugiesisch. Also getankt, bisschen Essen eingekauft, bisschen Hühnerfleisch für den Hund. Und jetzt habe ich noch 10 Euro in der Tasche. Mal gucken, wie weit wir kommen. 2 Stunden 25 soll die Fahrt jetzt dauern. Nicht über Autobahn und keine Mautgebühren. So, wir haben es fast geschafft. Jetzt gibt es eine kleine Gassi-Runde und eine Pinkelpause auch für mich. Und ja, was ist das hier? Wisst ihr das? Sieht aus wie so ein Überlauf. Hier ist ein riesengroßer Fluss, aber sehr interessant. Oh Leute, ist das schön. Ich bin noch nicht mal am Meer, das ist immer noch ein Fluss. Und einfach so ein wunderschöner Platz hier. Einfach spontan entdeckt. Oh, das war knapp. Ja, jetzt bereue ich schon ein bisschen, dass ich meine Angel und sowas nicht mitgenommen habe. Aber so ist es jetzt. Wir sind am Strand, an einem ganz besonderen Ort. Ich war hier schon hunderte Male, oder nee, sagen wir 4-5 Mal. Aber ich habe zum Beispiel mal genau hier mehrere Tage übernachtet. Aber hier ist es verboten und diesmal ist es viel touristischer wie sonst. Und da oben, ich erkläre euch später alles. Jetzt gibt es bei mir erstmal was zu essen. Ein Wok. Tortilla meine ich. Und wie sagt man so schön in Portugal? Bon Appetit. So, meine Freunde, ich bin jetzt oben auf dem Berg. Gerade eben war ich da hinten. Und das ist, wie schon gesagt, ein ganz besonderer Platz. Hier will ich mich selbstständig machen. Ich habe darüber jetzt noch gar nichts erzählt. Aber ich verlinke euch ganz am Ende vom Video ein Video, das ich auf meinem Channel Trail Park Adventure schon gepostet habe. Und zwar habe ich hier mal bei einer Tour teilgenommen für, ich glaube, 70 Euro. Da wurde ich geschuttelt von Luisa, von der World Cup Downhill Strecke in Lusa. Sind dann vormittags Downhill gefahren und mittags dann hierher gegangen und dort habe ich dann an einem Surfkurs teilgenommen. Und das Geile ist, das ist so ein Mountainbike-Paradies hier. Alle Trails, oder nicht alle, aber ziemlich alle, enden unten am Strand. Der Grund, warum ich aber hierher gekommen ist, ist, weil ich einen Schlafplatz suche. Beziehungsweise einen Stellplatz für mein Auto. Ich dachte, gerade hier wäre richtig geil mit so einer Aussicht. Aber das ist einer der Mountainbike-Trails, die ich auch gefahren bin. Richtig, richtig geil hier. Also hier hat es endlos viele. Und jetzt gucke ich gerade, hier sind überall so kleine Parks, wo ich mich hinstellen könnte. Aber hier habe ich, glaube ich, nicht genügend Privatsphäre. Da muss ich jetzt mal ein bisschen rumsuchen. So, ich check gerade ab bei Park for Night, was hier alles so für Plätze gibt. Aber ich muss sagen, ich kenne mich hier schon ziemlich gut aus und habe da schon ein paar Favoritenplätze. Allerdings sind fast alle Plätze so schräg, deswegen orientiere ich mich da schon bei Park for Night. Falls dich interessiert, was Park for Night ist, ich habe vor einem guten Jahr eine Reise quer durch Portugal gemacht. Alles mit Park for Night, habe da verschiedene Plätze abgefilmt, wie gut die geeignet sind zum Übernachten, zum Stehenbleiben und so weiter.
verlinke ich euch auch am Ende des Videos. Dann könnt ihr einmal das Mountainbike-Video sehen, hier aus Figueira, und einmal das Video quer durch Portugal. Oh mein Gott, Leute, ich krieg die Krise und mein Hund auch. Ich bin gerade so eine krasse Offroad-Strecke gefahren. Ich habe keine Ahnung, warum Google mich dahin gelenkt hat, aber mir kam es bekannt vor. Und ich bin tatsächlich gerade einen Motocross-Trail gefahren mit dem Auto. Einmal bin ich seitlich, habe ich mich gedreht auf dem Schotter. Ich muss auch sagen, ich habe immer noch 2,5 Bar in meinen Reifen. Alter Falter, jetzt fahre ich den normalen Weg wieder hoch. Krass, krass, krass. Eine Stunde lang fahre ich jetzt hier herum. Und wo wir gerade beim Thema Motocross sind, das hier ist Teil der World Cup-Strecke im Motocross hier in Portugal. Und hier bin ich auch schon runtergefahren. Man sieht so ein bisschen den Trail hier, aber für mich war teilweise geschoben, teilweise runtergetragen. So Leute, jetzt sind wir in einem bekannten Gebiet wieder. Hier sind die ganzen Mountainbike-Trails. Hier kann ich jetzt einfach links, rechts irgendwo reinfahren. Ich will mal wieder an einem eigenen Spot, an einem neuen Spot sein, und ich hätte sehr gerne komplette Privatsphäre. Das heißt, ich fahre jetzt einfach mal die nächste links rein und dann gucken wir, was uns da erwartet. Zumindest schon mal flach, aber jetzt kommt da uns auch noch ein Auto entgegen. Okay, das wird spannend. Er hat mir Lichthupe gegeben. Okay, ich werde auch wahrscheinlich irgendwo wenden und dann umdrehen. Wahrscheinlich ist es genauso ein Wildcamper. Leute, es sieht gut aus. Ich kenne den Platz. Hier ist wieder die Motocross-Strecke. Also dieser Teil ist im Prinzip Motocross-Strecke und hier geht sie weiter. Und ich war hier mit meinem Downhill-Mountainbike. Aber der Platz sieht schon mal gut aus. Dann werde ich eventuell ein paar Mountainbiker morgens begegnen. Ha. Alter, ich weiß, wo ich bin. Hier bin ich lang gefahren. Schaut euch das Video, das ich am Ende verlinkt habe, an. Das war echt sketchy, hier lang zu fahren. Wie tief es hier runter geht. Das ist ein sehr einfacher Trail, aber ab und zu kommen da so Steine. Und diese Steine können einfach mal deinen Lenker umknicken und dann fällst du über den Lenker. Will ich hier bleiben? Windig, kein Sonnenschutz. Ich überleg's mir mal. Ich hab's geschafft, zumindest mal für heute Nacht. Ich bin jetzt hier, wo ich vorhin war, vielleicht erinnert ihr euch. Und ja, richtig viel Klopapier hier überall. Und ich weiß jetzt schon, dass da auch Touristen an den Aussichtspunkt kommen werden. Und jetzt checke ich einmal noch ab, weil ich eben mit meinem Hund ein bisschen laufen will, ob da hinten noch irgendwie was ist, wo die Straße hinführt. Und dann ist Feierabend für heute. Leute, mich macht das irgendwie fertig mit dem ganzen Klopapier immer. Deswegen versuche ich auch immer solche Hotspots zu vermeiden, weil ich will nicht dazu zählen. Ich will nicht, dass Leute denken, dass ich auch sowas mache. Was ist daran so schwer, irgendwie das einzuknüllen, das zu verbuddeln, eine Plastiktüte mitzunehmen? Ist doch kein großer Act, so Klopapier wegzuschmeißen. Und das war der Grund, warum dieses Minicamper, diese Szene oder dieses Tun, was ich gerade mache, so verrufen ist. Schaut mal, hier in jeder Ecke findet man so viel Klopapier, das ist echt widerlich. Bin ich mal gespannt, ob hier die Polizeipatrouille fährt. An so Hotspots kommen die immer morgens oder abends, schmeißen alle weg. Und ohne Strafe darf man dann gehen. Aber schaut mal, mein Auto sieht schon mal recht flach aus. Jetzt gucke ich, dass ich jetzt mein Bett gerichtet bekomme und dann Fiesta.
Ich bin so froh, jetzt endlich angekommen zu sein. Jetzt wird erstmal der Hund verpflegt und ich verpflegt. Schönes, reines Hühnerfleisch. Das sind die Schnittreste für früher 1 Euro pro Kilo, jetzt 1,20 Euro. Sind da? Warte. Und bon Appetit. Ich fühle mich gerade so erleichtert. Wenn ihr hier das Klopapier sehen könntet, das ist echt widerlich. Ich drehe mal die Kamera, dann seht ihr das. Das ist sogar eine Plastiktüte. Sieht aus wie eine Windel. Unglaublich. So, ich muss mit dem Minicamper auch erst wieder ein bisschen in Übung kommen. Ich habe 1,5 Jahre genau diesen Lebensstil jeden Tag geführt. In ganz Portugal bin ich rumgereist. Ich habe fast jeden Tag den Kampf gehabt, einen guten Platz zu finden. Und jetzt habe ich alles gar nicht mehr so gut eingerichtet wie damals. Ich habe meinen Duschsack vergessen, weil normal würde ich mich jetzt eigentlich duschen. Und stattdessen mache ich jetzt das Mittwoch-Uncut-Video. Ich lade das jetzt hoch. Ich habe 20 Minuten Mist in die Kamera gequasselt. Mal gucken, wie viel davon ihr zu hören bekommt und ob das ganze Video überhaupt uploadbar ist. Und ja, wie sieht's aus? So sieht's aus. Jetzt lege ich mich hin, ich sehe die Autos neben mir fahren, hocke ein bisschen am Computer und das war's dann. So, ich melde mich nochmal. Guten Abend. Irgendwie kann ich nicht pennen. Wir haben jetzt 22 Uhr und hier ist so eine Luftfeuchtigkeit. Irgendwie mir ist nicht richtig kalt, aber trotzdem irgendwie kalt. Ich bin die ganze Zeit in so einer komischen Wolke. Ich höre auch, wie das Kondenswasser die ganze Zeit hier von den Bäumen runtertropft und sowas. Und ja, jetzt wollte ich das Mittwoch-Video schneiden. Ich habe auch kein gutes Internet hier. Deswegen das Uncut-Video von letzter Woche habt ihr jetzt einen Tag später bekommen, weil ich muss das morgen jetzt uploaden. Ich habe so langsames Internet hier. Also selbst YouTube-Videos schauen funktioniert teilweise nicht. Das hängt dann manchmal für 5 Minuten, dann funktioniert es wieder eine Stunde. Also ich versuche jetzt nochmal zu schlafen. Dann sehen wir uns morgen. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, jetzt dachte ich nicht mal, mein Hund wollte raus. Immer noch so trübes Wetter. Es ist 10 nach 7. Ich habe jetzt doch noch mega lang und mega gut geschlafen. Normal stehe ich immer um 6 auf. Also der Tag kann beginnen. So, meine Freunde, ich bin jetzt halbwegs wach. Ich wollte eigentlich erst hier frühstücken und mir hier einen Kaffee machen. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen, weil euer Mittwochvideo jetzt erst am Donnerstag hochkommt, weil es immer noch nicht online ist. Das heißt, wir gehen jetzt in eine Padaria, in eine Bäckerei und hoffentlich mit einer Steckdose und einer guten Internetverbindung. Und dann lade ich eure Videos hoch, arbeite 3-4 Stunden und dann ist echt für mich Urlaub angesagt.